dürfen. Ja. Minecraft dürfte gleich laufen. Ich muss das sowieso schneiden, das macht nichts. Den Anfang schneiden ist nicht das Problem. Nicht mehr. Gar nicht. Ohne zu meckern. Das geht schon mal. Jetzt muss ich nur warten, bis er hier geladen hat. Weil das kriegt er nicht auf Reihe. Weil das waren die schnellen CPU-Einheiten. Jetzt muss ich auf die langsamen gehen. Wie was? Meine schnellen CPU-Einheiten. Ich habe jetzt die schnellen ausgeschaltet. Also. Ja, damit er nicht diesen Error raushaut. So. Das kann er. Ich kann komplett starten. So. Ich wäre komplett ready. Hast komplett angemacht, oder was? Ja. Warte, ich muss mich noch so einstellen. So. Also ist an. Ja. Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Skype, ja, mit dem Flash. Mit Centos. Hui, hui, hui. Hallo. Hallo. Und wir beiden stehen extra so bekloppt. Ja, Weil. und nicht wirklich alles zu spoilern jetzt. Ich habe aber schon gespoilert jetzt gerade. Und so wie immer. Ich habe schon gespoilert. Danke, so wie immer. Wir starten heute mal ganz weit außerhalb, denn hier ist eine kleine. Dummerweise, die brauchen wir eine Nugget Farm, beziehungsweise eine Nugget Umcraft Farm, die uns die Ja. Nuggets von Exit Nihilo, die Ingots, in Thermal Expansion Nuggets umwandelt und die wiederum in Nuggets für Thermal Expansion umwandelt. Was wir hätten eigentlich nicht machen müssen, Aber. wobei er das trotzdem gemacht hat, weil das hätte ich auch automatisieren können. Ja. Dass er das gleich während des Crafting-Systems macht. Genau, aber es geht ja so ganz Das war auch einfach, schon ganz ein kleiner gechillt. Spoiler. Das können wir gleich auch nochmal zeigen dann. Oder Welchen? sollten wir sowieso. Was? Man sieht, ich habe eine Karte drin jetzt. Karte. Ah, ich habe auch Karte da oben. Da oben rechts. Ja. Da ist die Warum ist Karte. die noch voll groß? Ich müsste die eigentlich nochmal kleiner Ich machen. kann sie Warte mal nicht. kurz. Kann sie nicht. Obwohl, kann Doch, ich sie das wechseln? geht. Options, Minimap Press und dann, Stimmt. Ich nutze den Button zum Aufnehmen nicht mehr, weil ich wollte gerade Zirkumflex hast du auch mal zum Aufnehmen genutzt. Nutze ich gar nicht mehr. Dank der neuen Okay. Tastatur. Das ist zu klein. Also ich wandere gerade hier, es hat sich auch noch ein bisschen verändert bei der Rubber Bleib Farm. Ah, einfach, aua, bleib doch Schaden. mal stehen. Schaden. Aua. Nein, ich hab Aua bekommen. 20. Jetzt habe ich Fresssucht. Ja, komm. Ja, hier hat er eine kleine Rubber Farm gemacht. Die gab es ja Kommt schon einfach länger. weiter drin. Ist Es ein gab. Arsch. Es wurde nur ein bisschen umgeändert hier vorne, das ist ein Aber nicht bisschen. seit der letzten Aufnahme. Ne, seit gestern, heute Morgen. Nee, die Rubber Farm und so ist ein bisschen länger schon da, Die ja. Rubber Farm ist schon sehr, sehr lange da. Aber nicht seit der letzten Aufnahme, oder? Oh doch. Ja. Ja. Die existiert schon länger hier. Wie Die man hier Exi sehen kann, die hat dann nochmal Stromproduktion gebaut. Jo. Und Willst du die. dazu was sagen? Eigentlich nicht viel. Kennen wir, glaube ich, aus Life in the Woods. Da ist es schneller da. Ein Squeezer und ein Fermenter. Die machen unsere beiden Flüssigkeiten. Hier haben wir einen Mischer, also einen Reinforce. Der mischt uns die Biodiesel und der Biodieselgenerator macht uns Strom. Der sich momentan ein Ja. bisschen selbst unterhält. Also der gibt nur so viel Dann würde Strom ich ab, da dass die nochmal beiden laufen. Options Music gehe und dann die nicht die, sondern Jukebox lauter mache. Sollte man den hören. Oder auch nicht. Komischerweise. Nö, ich glaube, das ist Block. Das ist Block. Mach den Block Ja, lauter. Block, ja. Aber man hört ihn sehr, er rattert. Aber wenn man wirklich laut ist, dann zieht er wirklich. Da kommt noch ein zweiter von hin, weil der kann sich sozusagen selbst bespaßen mit der Anlage und könnte noch eine zweite Anlage Ich bespaßen. höre nicht. Auf Block. So höre ich den Sound, aber bei Block höre ich den nicht. Wenn du die Blocks erhöhst? Ich sage, ich höre ihn nicht. Okay, Warte cool. mal. Mastering. Nö. Bei mir wird er auf jeden Fall sehr laut. Aber ja, man hört ihn ja Egal. bei mir. Zur Not.
Da müsst ihr trotzdem nicht extra hingehen, dann zu ihm. Nö. Und er betreibt nebenbei eine kleine Melonenfarm. Also eine kleine Melonenfarm. Ja, aber das hat ja. Da hat er hier nochmal Kohle gemacht, dass das gemacht wird, automatische Energie. Ist das eigentlich deine Capacitive Bank? Nein. Ich wundere mich, wo kommt diese Bank her? Ich war hier, weiß wie lange ich in dieser Ecke war? Weil die hat nur Strom produziert, einfach nur, dass man so ein paar Banks aufladen kann, oben in so einem Speicherraum. Dass man die aufladen kann, wenn man Bock hat. Ja. Aber dafür gibt es ja jetzt hier diesen Dieselgenerator, der unsere kleine Melonenfarm da oben betreibt. Die sieht man leider nicht. Ui, 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 ui. Apropos? Licht und so wieder anmachen. Achso, jo. Oh, wäre jetzt gar nicht schon gewesen. Achte drauf, du könntest jetzt hier runterfliegen, links und rechts. Hier sind Half-Saves mit deiner Linie gekommen. Yeah. Also hier ist eine kleine Melonenfarm. Eine kleine Melonenfarm. Oh toll, ey. Ey, nicht springen. Oh, ich hab keine Home. Hast du eine Home mit? Nö, man hat schon bei mir jetzt oben gesehen, dass ich da was drin hab. Ups. Du hast keine Home mit? Nein, hab ich nicht. Gib mir nicht Pflanzen, ich hab keine Home mit. Shit. Ich crafte eben eine Hau. Ich hab vergessen, dass das ja kein Potzoll ist. Das ist nein! Du kannst du drauf rumhüpfen. Voll vorbei. Sorry. Jetzt muss ich eine Hau bauen. Eine Holzhau! Eine Holzhufe? Ist die in der Mitte? Ja, bleibt die auch da. Also keine Samen setzen, ne? Nö. Brauchst du nicht. Macht der automatisch. Das sind alles hier 10x10 Seeds, also er produziert einige. Ja. Nur hier sein Schatz. Ein bisschen fleißig am Züchten. Weil ich habe jetzt mittlerweile, wie viel ist hier drinne? Fast 200, also 284.000 Melonensamen sind, also Melonen sind hier drinne. Ja. Deswegen wird. Verbraucht da unten ja noch nicht mal. Genau, das ist das Problem. Deswegen kommt eine zweite Anlage, weil dieser Verbrauch nicht gegeben ist. Verbraucht er denn trotzdem nicht, oder? Doch. Also mit der zweiten sollte er sie hoffentlich verbrauchen. Ja, wenn nicht. Wenn nicht, kommt nur eine dritte, bis er es verbraucht. Aber bis er auf dem gleichen Nenner ist, dass der ungefähr gleichen Wert hat, dass er verbraucht und wieder genug nachproduziert. Aha. Oh, na gut. 10er Melonenzieht hatte ich ja schon. Weiß ja nicht. Ja, davon. Die selbst bei mir zu Hause. Ich weiß gar nicht, habe ich die von dir geklaut oder selbst? Ich glaube, die habe ich selbst gezüchtet. Auch wenn du bei mir geklaut hast, wäre ja egal gewesen. Ich hätte ja gar nicht genug. Das wurde hier. Hier haben wir noch ein bisschen verbessert. Die Station. Die sitzen jetzt alle in gleicher Reihe für unten. Hast du gesehen, was ich die hingesetzt habe? Ja, habe ich schon gesehen. Genau. Ich habe die gestern mal nicht mal umgecraftet. Und die produzieren halt unser Erz. Dass das nach unten gepumpt werden kann und dann geht es halt davon aus weiter. Das ist halt so unsere Haupterzproduktion derzeitig. Ja. Hier wäre die Ladestation drin gewesen. Wo hatte ich noch eine Stufe niedriger? Ne, zwei sogar niedriger. Zwei niedriger. Dann hatte ich mir alle geschnappt und alle umgecraftet zu dem, weil ich das Rezept drin hatte. Zum gucken, dass es funktioniert. Dazu kommen wir nämlich gleich noch. Das ist immer noch so geblieben dann. Genau. Hier gibt es eine kleine Änderung. Der Fischer hat sich zwei Positionen geschnappt, was echt gut geklappt hat hier. Einmal ist hier der Fischer, sortiert ein bisschen Grundmaterial aus, was er so automatisch sortiert hat. Saß 2 Stunden an einer Anlage und nachher hat mich ein Item durcheinander gebracht, dass es nicht funktioniert hat. Und zwar war das Outer-Clicker. Ich kann die Basic- bzw. die Plastik-Packs nur per Hand auseinandernehmen. Dann war die Anlage nicht schon wieder kaputt. Ja. Die Anlage hätte genau hier reingepasst. Es sah nachher chaotisch aus. Total. Hätte aber gepasst. Mhm. Ja, jetzt sortiert er hier noch. Man kann ja wenigstens die Bags trotzdem hier reinstecken. Genau. Die Empties, also die leeren, kommen automatisch rein. So wie die Safari-Netze kommen automatisch rein, die er sowieso so hat. Mhm. Hier schmeißt er Wasserflaschen, Name-Tags, Tracking-Hole und Sattel rein, die wir derzeit nicht verarbeiten können. Außer Centos wollte halt die Name-Tags nochmal ein bisschen für Spaß haben. Hier kommen die ganzen Items rein. Ein bisschen Blödsinn machen. Die ja von hinten noch. Das sind nur eine Speicherkiste, wie die anderen beiden Dia-Chests, die da hinten sind. Falls mal wir nicht hier vorbeigucken. Und per Hand können wir dann das hier aussortieren. Warum die Bücherkisten offen ist, kommt auch noch. Irgendwann mal. Also da habe ich auch noch mit was vor. Funktioniert. Ja. Laut Bauserver. Oh, sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ja, aber.
Ja gut, ich habe hier vorne nur noch ein Table hingesetzt, aber das ist uninteressant. Ne, das hier waren noch Nee, nicht. das kam auch gestern Nacht. Also auch schon eine Spontanität. Hier ist jeweils pro Pflanze den Ingot, der rausspuckt, ein Zwischenspeicher auf der rechten Seite und linke Seite craftet es um und schickt sie dann oben bei uns ins Hauptlager rein. So wie halt er auch dann Gold, hier und Lapis angepflanzt hat, weil Richtig. ich ein bisschen Dierknappheit verursacht habe. Genau. Hier drüben Und haben wir dann genauso schon, die Eisenknappheit habe ich auch ganz schön verursacht. was mittlerweile sehr, sehr knapp werden könnte, weil wir haben 10er Redstone, 10er Eisen und jetzt kommen die restlichen, werden jetzt auch noch auf 10er gezüchtet. So wie die restlichen Pflanzen. Die habe ich hier drüben noch angefangen. Boah, eben, ich habe zwei Pflanzen fast in Stunden geraubt. Tja. Und eine ist immer noch am Züchten. Ja. Weil ich wollte Plumbium, eine was sind zwei. das? Das sind Lead. Das ist Lead Plumbium. Achso. Also Plumbien ist Lead. Hier haben wir Tin. Schon fertig. Hier vorne ist Emerald. Silber. Hier vorne, die fehlt noch. In der Mitte, das ist noch Nickel. Beziehungsweise Ferros. Und am Ende Ah. Platin. Weil das war Ja. nachher das kleine Feld, weil ich nur ein Shiny hatte, bis ich dann bei dir mal wieder ein bisschen rumgegraben habe. Auf deiner Botania-Insel. Hast du wenigstens Steine hingesetzt wieder? Ja, habe ich. Okay. So, Mission. Bravo, Junge. Ne, habe ich immer wieder hingesetzt. Also, ne, so normalen Stone, Das ne? haben wir schon gezeigt, dass das fertig war. Genau, der Turm. Dann Du hast einen Pfeil kommen im wir jetzt Kopf. erstmal zu meiner Sache. Du hast sogar zwei Pfeile im Kopf. Du hast zwei Pfeile im Kopf. Ja, habe ich immer. Ja. Hier haben wir noch mal Laser hingesetzt. Und noch einen zusätzlichen Table. Ja. Oh, er hat sie fertig. Yay! Dann kann man das ja dementsprechend weiter automatisieren, dann geht das Geleckel oder die FPS-Schwankungen ein bisschen weiter Genau. runter. Also alles, was mit Das ist N. halt die Engine, die ziehen ein bisschen Genau. zu viel FPS nach der Zeit, Die wenn ich zu Engines werden viel überlappe. ausgetauscht gegen Gates. Ja. Dass das performanter läuft wieder alles. Dann hier oben ist soweit nichts geschehen, außer hier. Logistik-Pipes ist hier jetzt mit angeschlossen. Sieht man halt das ganze System drin, eingespeichert. Vorne habe ich die Mobfalle, die ganzen Kästen mit angeschlossen. Genauso wie die eine mit den Enderperlen noch und die mit den roten Na, diese Blutbällen da. roten Bubblebällen. Oh, Hier haben wir eine 70.000. Kiste gemacht, dass wenn du einfach. Hier kannst du komplett einfach bestellen, dass du einfach nur craftet und dann wieder ins System reinschmeißt und das drin hat. Okay. Und hier hast du einfach eine Mistkiste, was Also noch was nicht denn die drin ist. einsortiert ist, ne? Ja. Genau. Die Aluminium-Tinkers-Konstrukte sind auch nicht drin. Oder hast du vergessen, das Nee, was umzustellen? da gibt's noch keine Pipe zu. Hier Das sind war. welche drin? Ja, aber hier ist noch keine Pipe zu gewesen. War noch keine Achso. Pipe. War noch nichts. Ich habe ja nicht diese Karten oder so ein Scheiß. Warte mal. Nur hätte auch von da kommen können. Ja, hätte ich auch. Wo waren die? Wie man sieht, habe ich hier ein paar Pipes gebaut. Ein paar bestimmt. M2 ja mehr. Doch, da. Auch die MK2 Die. müssen haben. Den Item Inks brauche ich eine Card. Mehr Extract Card. Und eine MK2 Provider Card brauchen wir. Also mittlerweile haben wir Eine restliche. 318 Diamanten, müssen wir dazu sagen. Mittlerweile. Dann kommen wir mit der Wrench darauf. Einmal die Karten rein. Gehst du Item Sync rauf. Import. Und zack. Dann Angeschlossen. sortiert Die er es ein. Provider-Karte ist, dass er das vorne im System sieht. Und dann müsste gleich das Alumite drin landen eigentlich. Weil Muss wenn ich das kennen. erkennt, dann zieht das automatisch aus der Kiste mit raus. Aber irgendwann wird das wohl erkennen. Bisher ist noch eins drinne. Ne, hat er doch nicht. Und 1400 Naja. Eisen, also mittlerweile die Knappheit geht von 0 wieder auf ein bisschen höher. Ich ändere das mal ganz kurz. Was musst du denn ändern? Wir Erkennt das nicht? brauchen eine MK3. Die hatten wir. Ey, das ist so unübersichtlich. Das ist ein Crafting Pipe. MK3 brauchen wir gerade Warum gibt er nicht. einfach nur MK3 ein? MK3. Crafting. Zack. Wir brauchen aber eine Chassis. Einmal das. Das ist random. Das es anzeigt und das herauszieht. Du brauchst, glaube ich, noch eine Und jetzt sind MK2 wir. Pipe. Weil der Flint hängt von der Basic Logistik Pipe. Dein Ah, Ernst? ja.
Ich hab die nur davor gesetzt. Gar nicht mitbekommen, ne? Ich hab die einfach nur davor gesetzt. Alumite hat er gerade einsortiert. Hab ich gesehen. Genau. Ich hab genug Pipes. Wie gesagt. Wir haben noch mehr im Platz rein. Deswegen hab ich die Case nur hingesetzt. Ich sag, Cent, das macht das bestimmt. Und Provider kann Pipe, Items sind natürlich wieder. Oh, da kam Eisen. Einmal anschließen. Klopp. Zack, auf da. Einmal Import. Obwohl Flint hinten schon einsortiert ist, aber egal. Flint kommt, wir haben festgestellt, wir haben so viele Stationen, da kommt überall das Doppelte an. Wir versuchen es immer das wieder halt zu reduzieren. Wenn der Flint Case voll ist, dann landet alles hinten. Genau. Wobei. Ich bin der Meinung, das müsste auch alles da hinten gelandet sein schon. Ich vermute mal, dass erst der da hinten voll wird, ne? Nee, gar nicht. Der hier. Nö, der hier wird. Der wird, glaube ich, als erstes voll.